Ist das für mich? Es ist wunderschön. Wisst ihr, was das ist? Ich weiß nur, dass er von den Dalish hergestellt wurde. Das ist Silvanholz. So selten wie Diamanten. Man findet es nur an sehr alten, äußerst wilden Orten. Die Schnitzereien erzählen die Geschichten des Verrats, wie der Schreckenswolf sämtliche Götter aus der Welt fortgelockt hat. Fangt am Anfang an. Was ist mit den Göttern geschehen? Vor langer Zeit gab es zwei Götterclans. Die Schöpfer behüteten das Volk, die Vergessenen machten Jagd auf uns. Und es gab einen Gott, der keiner dieser beiden Gruppen angehörte. Fenharol, der Schreckenswolf. Er war ein Verwandter der Schöpfer und hatte ihnen in den alten Zeiten in ihrem endlosen Krieg gegen die Vergessenen oft zur Seite gestanden. Warum haben sie sich bekämpft? Das weiß niemand. Wir können uns kaum noch an all ihre Namen erinnern, geschweige denn daran, wer den ersten Streich geführt hat, wer im Unrecht war. Fenharol war gerissen. Er konnte sich ohne Angst in beiden Götterclans bewegen und beide dachten, er sei einer von ihnen. Er suchte beide Seiten auf und erzählte ihnen, ihre Widersacher hätten eine schreckliche Waffe geschmiedet. Eine Klinge, die den Krieg beenden würde. Den Schöpfern erzählte er, sie sei im Himmel geschmiedet worden. Und den Vergessenen, sie sei im Schlund verborgen. Und als sich die Götter auf die Suche nach ihr machten, schloss er beide Clans für alle Zeiten in ihren Reichen ein. Somit ist jetzt nur noch er allein in der Welt übrig. Verrat klingt nach etwas Schlechtem. Nächstes Mal versuche ich es mit Blumen. Schlecht trifft es nicht ganz. Dieses Schmuckstück wurde für eine Hüterin gefertigt, wisst ihr? Einen Clan vor dem Schreckenswolf zu beschützen, ist die Aufgabe einer Hüterin. Das ist ein wundervolles Andenken. Ich danke euch.